Ey, setz da rein. So. Ta-ta-ta-ta, die Hütte ist fertig. Sehr schön. Könnte auch sagen 1A. 1A Bauqualität. So gut hätte ich es im realen Leben wahrscheinlich niemals hinbekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded Deep hier auf Let's Multiplay. Wir sind einfach mal ein bisschen gefahren mit unserem lustigen kleinen Motorboot und sind jetzt hier auf der Insel bei den Koordinaten 280 ungefähr angekommen. Zumindest von unserer Hauptinsel aus gesehen 280. Ich werde die Karte auch gleich nochmal in groß für euch zeigen. Da gab es einige Kommentare, die gesagt haben: So, ah, naja, kannst du die Karte nicht mal in groß zeigen, nicht nur die Webcam reinhalten? Das wäre doch mal ganz schön. Das mache ich jetzt gleich. Wir brauchen immer noch Baumaterial. Ich lasse die Kanister jetzt einfach mal hier. Denn, wir nehmen noch mit, die Kanister. Wir brauchen natürlich immer wieder mal Benzin und ja, Kanister suche ich natürlich auch weiterhin fleißig. Wir brauchen aber ein paar Sticks und wir brauchen Palmblätter. Das ist auch ganz wichtig. Schön, dass wir den Hammer jetzt mitgenommen haben. Ach, naja. Wir sind manchmal auch ein bisschen daneben. Aber anscheinend waren wir hier schon mal. Oh, hier ist sogar ein Hammer drin. Siehst du, guck mal, dann schmeißen wir den alten Hammer mal raus und nehmen den neuen Hammer mit. Ich glaube, hier war ich schon mal auf der Insel. Hab aber damals anscheinend nicht viel mitgenommen. Wahrscheinlich noch ganz zum Anfang. Ich habe es auf meiner Karte auch gar nicht verzeichnet, dass wir hier schon mal waren. Das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal nachholen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier so Schönes auf der Insel haben. Ob wir überhaupt was haben. Denn es sieht ein bisschen mager aus. Aber der große Vorteil, hier sind auch schon, hier wächst auch gerade nichts mehr. Das wundert mich jetzt gerade doch ein bisschen. Wir sammeln einfach mal ein paar Sticks ein und auch nochmal ein paar Palmblätter. Hier wächst eine doppelte Palme. Cool. Oh, nicht schlecht. Können wir wahrscheinlich nicht zusammen abhacken. Hallo? Ah, jetzt fällt die Palme dann langsam auch mal. Wir haben uns in den letzten Folgen ja auch schon ein bisschen vergiftet und haben ein bisschen rumexperimentiert, welche Fische denn genießbar sind und welche nicht. Jetzt wissen wir es. Die gute Nachricht ist, anscheinend sind keine Fische hier so giftig, dass wir daran sterben. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Allerdings ist unser Vorrat an Antibiotika jetzt auch schon fast aufgebraucht. Glaube ich zumindest. Weiß gar nicht, wie viel Antibiotika wir noch haben, denn es gibt keine Anzeige dafür. So, den Hammer brauchen wir nicht. Nein. Wir hacken jetzt mal die Palme hier fleißig weiter. Zumindest versuchen wir es. Wir spielen natürlich immer noch in der Version 0.02 mit dem Hotfix. Da gab es ja direkt im Anschluss an das Patch auch direkt ein kleines Update, weil einige Sachen nicht so funktionierten, wie sie funktionieren sollen. Das auch nochmal, wie gesagt, das Stranded Deep gibt es unter anderem bei Steam zu kaufen. Für relativ kleines Geld, wie ich finde. Also lohnt sich auf jeden Fall und ihr könnt halt direkt an der Entwicklung auch noch mitwirken. Was auch sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr irgendwelche Bugs entdeckt oder wenn ihr Vorschläge habt, geht ihr einfach ins Forum rein, schreibt, ey, passt auf, ich habe hier die und die Idee. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn man mal ein größeres Boot bauen kann mit seitlichen Bootswänden oder so. Das sind alles Vorschläge, die könnt ihr posten und dann wird das vielleicht auch irgendwann einmal umgesetzt, wenn die Idee denn gut ist. Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Ich würde mir zum Beispiel hier eine craftbare Kiste wünschen, die ich einfach auf das Boot raufpacken kann. Das heißt, hier hinten aufs Boot kommt dann eine Kiste drauf oder so, das Boot ein bisschen größer machen und dann kann man damit quasi von A nach B fahren. Ja, von A nach B fahre ich jetzt nicht. Wir machen hier einfach jetzt mal einen kleinen Cut, bis ich zurück bin auf der Hauptinsel und die Axt noch wegwerfe. Nein. So, ja, wir sind jetzt hier 280, das heißt, wir fahren zurück zu den Koordinaten 100. Dann bis gleich. So, ja, wir sind zurück auf der Hauptinsel, wie versprochen. Wir haben ein bisschen Baumaterial besorgt und werden jetzt weiter
das Dach ausbauen von unserer, ja, kleinen, gemütlichen Hütte hier. Ups, da ich nicht mehr rüber krabbel mehr. So, da haben wir es. Und da unten, habt ihr noch gar nicht gesehen, die Lampe hat das einfach mal weggebackt. Und ich komme da auch leider Gottes nicht mehr dran. Was ich persönlich sehr schade finde. Weil die Lampe eigentlich extrem cool war. Aber, naja, man kann ja nicht immer alles haben. So, Roof. Das bauen wir jetzt nochmal hier. So, packen wir es nochmal rein. Dann packen wir jetzt mal hier rein. Zack. Ein Teil fürs Roof schon mal fertig gebaut. Und den zweite oder das zweite Teil hier auch direkt. Geil. Fehlt uns jetzt nur noch eins. Ha. Wunderbar. Dann haben wir unsere Hütte auch schon fertig gebaut. Sehr, sehr nice. Wir haben gleich schon wieder ein bisschen Hunger, oder? Ja. Es gibt auch eine kleine Neuerung. Und zwar können wir jetzt Kartoffeln auch direkt über dem Feuer aufhängen hier. Zack, linke Maustaste. Kartoffel ist dran. Mal gucken, wo wir unser Feuerzeug haben. Hier haben wir das Feuerzeug. Einmal entfachen das Feuer. Und jetzt mal ein bisschen abwarten, bis die Kartoffel denn essbar und genießbar ist. Denn die waren mal eine Zeit lang genießbar. Jetzt sind sie es nicht mehr, zumindest roh nicht mehr. Und dementsprechend müssen wir ein bisschen Antibiotika noch nehmen hier. Zack. So. Und wir haben hier noch ein paar Engines schon mal gefunden. Was ich auch sehr gut finde. Das heißt, wir können uns noch ein paar Motoren bauen. Würde es aber eigentlich nicht viel bringen, weil der Carburetor, also der Anlasser, der ist ziemlich, ziemlich selten. Und bis man den findet, vergeht schon ein wenig Zeit. So, wir wollen mal gucken, ob wir noch überhaupt irgendwo Palmen hier haben, damit man eine Palme nochmal abhacken kann. Die Yucca Plant ist auch noch nicht ausgewachsen. Gibt es da nicht eigentlich, dass das Safe Game irgendwie hier kaputt ist? Das wäre ja nochmal ein Skandal, so ungefähr. Da steht noch eine Palme. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch eine Kokosnuss, die nehmen wir jetzt mal mit. Ah, okay, die Yucca Plant ist hier noch aberntbar. Die werden wir jetzt auch gleich mal abernten. So, ein paar Lashings nochmal mitnehmen. Es wundert mich aber wirklich, dass auf der anderen Insel drüben eben gerade die Lashings schon abgeerntet waren, weil entweder war ich da wirklich schon mal und die sind noch nicht nachgewachsen, was mich aber wundern würde, weil die eigentlich schnell nachwachsen. Oder es ist wirklich irgendwie ein Bug, dass sie da vielleicht abgeerntet wurden und da nicht nachgewachsen sind, weil ich nicht da war oder weiß der Geier. So, jetzt ziehen wir die Palme nochmal, die nehmen wir auch gleich mal mit rüber. Dürfen wir nichts verschwenden hier. So, jetzt gucken wir mal. Da erhebt sich unsere kleine Behausung majestätisch. So, zack. Wir wollen noch mal ein paar Palmblätter brauchen wir jetzt noch mal für das letzte Dach, damit unsere Hütte endlich, endlich, endlich fertig ist. Wurde auch Zeit, haben auch lang genug dran gearbeitet, wie ich finde. Also die habe ich auch noch im Weg, ey. Gibt's da nicht, ey. So, siehste. Einmal. So. Ja, auch die Haare müssen sitzen. So, den Lock. Jetzt haben wir die Palmenblätter. Sehr schön. Gut, schmeißen wir das nochmal zusammen hier. Craften ist wieder immer noch relativ einfach und simpel. Man muss nur den Hammer finden. Da. Und einmal das Roof, bitte. So. Hallo? Nein. Ey. Setz da rein. So. Ta-ta-ta-ta, die Hütte ist fertig. Sehr schön. Könnte auch sagen 1A. 1A Bauqualität. So gut hätte ich es im realen Leben wahrscheinlich niemals hinbekommen. Schaut es euch an, majestätisch erhebt sie sich vor uns. Und trotz wahrscheinlich jedem Sturm mit mindestens 30 cm Wasser, also wenn die Insel mal überflutet sein sollte, ist die noch nicht fertig. Doch, cooked Potato. Nom nom nom. So, die essen wir mal an. Dieses Pling-Geräusch habe ich gerade gar nicht gehört. Vielleicht war das Spiel auch einfach zu leise. Das Problem ist, der Motor ist einfach super, super, super unfassbar laut. Und ich frage mich, wo mein Wassereimer hin ist. Ich hatte hier doch einen Wassereimer. Wo habe ich den denn hingeschmissen? Jetzt regnet es toll. Danke. Zum Glück haben wir eine Hütte.
Da ist unser Wassereimer. Sehr schön. Haben wir denn überhaupt Durst? Ja, haben wir. Natürlich haben wir Durst. Was ich jetzt mal ausprobieren wollte, das wäre natürlich mal ganz interessant zu wissen, ob sich der Wassereimer auch füllt, wenn wir ihn nach draußen stellen. Das testen wir doch jetzt mal. Naja, aber erstmal hier das Wasser hier hinstellen. Bucket, okay. Der Eimer ist leer. Ach, die Tür müssen wir aufmachen. Wir können nicht einfach gegenlaufen, dann geht sie auf. So, mal gucken. Füllt sich der Eimer? Bisher noch nicht. Wir lassen ihn einfach mal hier draußen stehen und warten ab, was passiert nach dem großen Regen. Tür zu. Bauen uns dann nochmal ein Bett hier drin. Und wir warten jetzt nochmal die Zeit mal ab, bis es aufgehört hat zu regnen. Wir melden uns dann direkt wieder, wenn der Regen aufgehört hat, und schauen mal, ob unser Eimer mit Wasser gefüllt ist oder nicht. Ja, wie es weitergeht in Stranded Deep, sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei Let's Multiplay. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt unten eure Fragen in die Kommentare rein. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay.